Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu einer weiteren Folge hier bei Assassin's Creed 2. Ja, wir machen mal lieber dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. In der letzten Folge haben wir weitere zwei Mitglieder des Tempelsorden getötet und jetzt machen wir natürlich weiter mit der Hauptstory. Und natürlich ein Dankeschön an diejenigen Leute da draußen, die das letzte Video bewertet haben. Vielen, vielen Dank an euch, Leute. Alles kommt zu dem, der wartet. Okay. Wir wissen ganz genau, was die Soldaten gerade in der Hand hatten. Das muss der Edemsplitter sein aus dem ersten Teil. Weil wir haben ja natürlich schon in der letzten Folge von Leonardo gehört. Die haben so eine Art Waffe. Natürlich müssen wir denen jetzt folgen. Aber wir sind nicht alleine. Onkel Mario ist auch in Venedig. Was macht ihr denn da? Beobachtet er uns oder sind wir rein zufällig hier? Ich darf den auf jeden Fall nicht verlieren. Das ist manchmal immer... Oh Gott, Wachen, Wachen, Wachen. Nein! Oh Gott, sowas hasse ich. Also sowas hasse ich wirklich, Leute. Eine kleine Verfolgungsjagd. Ich meine, klar, ich mag das schon sogar auch, aber hier ist schon ein bisschen schwierig gemacht. So, kannst natürlich weitergehen. Na, denkst du, jemand verfolgt dich? Och nö. Ich will kein Gesinge. So, was sagst du jetzt? Oh, oh, Kisten. Oh, shit. Das wäre wieder knapp gewesen. Ein kleiner Fehler und dann muss ich wieder alles von vorne machen. Na, wo will er denn hin? Wo will er denn hin? Halt deine Fresse, du Musiker. Ich habe keine Zeit, Musik zu hören. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das war knapp. Aber sowas von. Okay, jetzt muss ich den anderen Weg nehmen. Komm, du musst die Schmerzen ignorieren, Ezio. Wir haben keine Zeit für sowas. Hey! So, das passiert mit jemandem, der mich gerne mit mir anlegt. Ey, wie weit ist das denn noch? Sag bitte nicht, wir müssen die killen. Ich will nicht den Fehler nochmal machen. Wir müssen den Kerl wirklich folgen. Ich glaube nicht, dass wir ihn killen müssen. Oder steht da irgendwas? Die Ladung des Schiffes beschaffen. Den Kurier verfolgen. Ja, ihr habt's gelesen. Wir müssen den Kurier verfolgen und nicht töten. Verfolgen und nicht töten. Meine Fresse, wie lang geht das denn bitte schon noch? Wo will er denn hin? Willst du... Ja, ist klar, Ezio. Och, komm schon, Ezio. Mach jetzt keine Scheiße.
Er wird noch jemanden verletzen. Oh Gott. Ey, was ist das für eine Scheiße jetzt gerade? Oh shit, oh shit, oh shit. Alter, Alter, was ist das denn für einer gewesen? So, keine Musik. Alter, was ist mit denen? Was willst du denn machen? Willst du komplett durch Venedig spazieren? Alter, der hat eine Art und Weise ziemlich unauffällig, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind wir bald da? Ich glaube schon, oder? Komm, bitte. Hier muss jetzt Ende sein. Medizinische Hilfe. Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Ist klar. Okay, okay, okay. Keine Zeit, keine Zeit. Och, ist klar. Das ist ein bisschen immer blöd gemacht. Du darfst nicht immer erwischt werden lassen, weil sonst hast du das Level verkackt. Das finde ich immer so ein bisschen blöd in diesem Teil. Aber was? Anders kann ich doch nichts machen. Es muss irgendwie einen anderen Weg geben. Nee, du sollst nicht zu mir gehen. Nein, nein! Hä? So, ey, was bringt das, Leute? Wenn ich den nicht töten darf. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich muss jetzt wirklich die Person töten, die gerade das diesen Edenspittler verpackt. Kann das sein? Oder wisst ihr was? Ladies, kommt her. So, ablenken. So. Och nö. Ah, okay, der haut ab, der haut ab. Er hat doch was zu verbergen. Überraschung! Na bitte! Meine Güte, was war denn jetzt so schwer daran? Egal, ich hab's jetzt geschafft. Ich bin jetzt einer von ihnen. Oh, geil! Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Mitspielen. Alles klar. Die Wache folgen keine Aufmerksamkeit erregen. Das dürfte jetzt nicht so schwierig sein, weil ich meine, wir sind eine von denen. Wir sind ein ganz normaler Mitarbeiter. Abend, Jungs. Aber müssen wir den wirklich verfolgen? Ich meine, auf der Karte wird uns selbst angezeigt, wo wir hin müssen. Buongiorno! Traumhaftes Wetter, oder? Ach ja, ich könnte immer in Venedig bleiben. Hey!
Hey! Kumpel! Ey! Capito! Alles verstanden! Ey Leute, ich bin einer von euch. Habt ihr's? Oh Gott. Es war doch irgendwie klar. Aber das ist doch nicht meine Schuld. Ich meine, ihr schubst doch auch die ganze Zeit unschuldige Leute herum. Was mache ich denn hier falsch? Also ich muss ganz deutlich eine Beschwerde hier eingeben. Wir sind ja gleich da. Gott sei Dank. Ah, da ist er ja. Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger als erwartet. Es gab Komplikationen. Ezio, es ist lange her. Nein, nein, überlass den mir. Rodrigo, also, wo ist er? Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste. Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Okay. Es wird Zeit, ein Ende für dich zu bereiten. Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet und deswegen töte ich jetzt dich. Mein Vater, mein Bruder, mein kleiner Bruder, die starben nur wegen dir. Na, doch nicht so mächtig und stark. Gleich haben wir ihn. Na komm. Gib auf. Du bist doch nicht so stark, wie du da denkst. Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Ach, wie unfair. So, eine Wache weniger. Und die zweite Wache ist fort. Die dritte Wache ist fort.
Und die letzte. Was sagst du jetzt? Onkel! Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht alleine. Wolpe? Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Hier. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen. What the fuck? Was passiert denn hier gerade? Alle unsere Freunde sind hier? Nein, das lasse ich nicht zu. Ich bin gerade dabei. Allerdings. Halt doch einfach mal deine Fresse. Das zahle ich dir heim. Gleich haben wir. Ja, und dank nur dir, Onkel. Das habe ich alles nur dir zu verdanken. So, noch ein Leben, dieser verdammte Mistkerl. Eure Brüder mussten nicht sterben. Das tat ich einfach so. Das ist für meinen Vater. Paola. Er ist fort. Aber wir haben, was wir wollten. Nein, ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kamt. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchten. Cosa? Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassin. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Paola? Wolpe. Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Lashea Vakun Mutlak Bail Kolun Mumkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel und dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun.
Ja, ja. Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Sean? Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin. Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde? Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Okay, Leute, es geht Richtung harte Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ihr seht schon, wir haben einen neuen Umhang für Venedig, doch leider bringt ihr uns hier nichts mehr, weil wir sind leider nicht mehr in Venedig. Tja, aber es geht wirklich sehr, sehr spannend weiter. Ich bin wirklich gespannt, wie lange wir eigentlich noch zu haben müssen, weil ganz ehrlich, eigentlich so lange dauert das jetzt auch nicht wiederum. Ich glaube noch 2 oder 3 Parts und dann sind wir auch mit der Story durch. Meine Fresse, es geht schon Richtung Finale. Bin sehr, sehr gespannt. Nun gut, das heißt auch wiederum, die Folge ist nun leider mal wieder vorbei. So leid es mir auch tut. Ich weiß, es geht richtig spannend weiter. Und vor allem fand ich auch toll zu sehen, dass wir gerade noch in der Gegenwart waren. Ich meine, ich weiß nicht mal, wann wir zuletzt in der Gegenwart waren. Aber das war schon ein bisschen sehr, sehr lange her. Egal. Nun gut, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch erneut wieder mal gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da oder schreibt doch wenigstens einen netten Kommentar, denn das würde mich wirklich freuen. Und ich sage nur noch danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge, hier bei Assassin's Creed 2. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.